In diesem Video geht es darum, wie Browser die Dimensionen eines Elements berechnen und warum in bestimmten Fällen etwas größer wird als gedacht und es dann Scrollbalken gibt, die du lieber vermeiden möchtest. Um zu zeigen, was ich meine, habe ich zwei div-Tags geschrieben und in den CSS, im Stylesheet, gibt es die Eigenschaft Width und Height, um die Größe mit 100 x 100 Pixeln einzustellen. Dann haben sie eine Hintergrundfarbe, damit wir etwas sehen, und etwas Abstand nach unten, damit es zwischen den zwei Quadraten, die dadurch entstehen, ein bisschen Platz gibt. Eins der beiden Div hat eine Klasse Foo, die ich nachher verwenden werde, um etwas unterschiedlich einzustellen. Jetzt werde ich als erstes zusätzlich einen Rand dazu tun. 10 Pixel, schwarz und durchgezogen. Jetzt gibt es schwarzen Rand. Und dann mache ich noch etwas, ich mache einen Innenabstand von 20 Pixeln, also eine Polsterung von 20 Pixeln. Und du siehst, dass diese Elemente jetzt größer geworden sind. Ursprünglich eingestellt waren 100 x 100 Pixel. Diese 100 x 100 Pixel beziehen sich aber auf den Inhalt. Und zwar der Inhalt, der beginnen würde, wenn sowohl der Rand als auch der Innenabstand gerendert sind. Also irgendwo hier drin sind diese 100 x 100 Pixel. Das ist etwa 100 x 100. Und auf diese Art ist gewährleistet, dass der Inhalt eines HTML-Elements die gewünschte Höhe und Breite besitzt. Aber man könnte sich auch auf den Standpunkt setzen, dass das Element an sich 100 x 100 Pixel groß sein sollte, also so. Das lässt sich einstellen und es gibt dafür eine Eigenschaft, die heißt Box Sizing. Und wenn die auf Border Box gestellt wird, und das gilt jetzt für dieses zweite HTML-Element, den zweiten Div mit der Klasse Foo, dann können wir abmessen, von links oben nach rechts unten. Und jetzt ist es 100 x 100 Pixel groß. Also das heißt, in diesem Fall wird, wenn du einen Rand und einen Innenabstand machst, wird das vom Platz abgezogen, der dann letztendlich noch für den Inhalt zur Verfügung steht. Und Inhalt hat jetzt nicht mehr 100 x 100 Pixel Platz, sondern der Inhalt hier hätte, wenn wir das ausrechnen, wir haben 10 Pixel für den Rand und dann 20 Pixel nach innen und dann am rechten Rand wieder 20 Pixel und wieder 10 Pixel. Also bleibt hier für den Inhalt eigentlich nur noch 40 x 40 Pixel übrig, etwa so viel. Demgegenüber haben wir im oberen Fall 100 x 100 Pixel für den Inhalt. Das eigentliche Element ist dann aber 10 plus 30, also 40. 40 Pixel auf jede Seite größer, also das heißt 180 x 180 Pixel. Und wenn ich das nachmesse, um es zu bestätigen, ich habe falsch gerechnet, 160, ah natürlich, 10 plus 20 gibt 30, also 2 mal 30 in der vertikalen und 2 mal 30 in der horizontalen dazu, das gibt 160 mal 160. Das ist also ein ziemlicher Unterschied. Jetzt, warum ich das überhaupt zeige, ist der folgende Fall. Wenn ich diesen zweiten entferne und
vielleicht nehme ich auch diesen Rand weg. Wenn ich die Breite mit diesen Viewport Units einstelle, irgendwie ist hier noch nicht angekommen, dass es nur ein Div gibt. Jetzt. Wenn ich die Breite mit den Viewport Units angebe, jetzt habe ich die Höhe genommen, ich muss natürlich die Breite nehmen, Viewport Breite, und die Höhe mit der Viewport Höhe, dann habe ich einerseits einen weißen Rand und andererseits Scrollbalken. Der weiße Rand, der rührt natürlich von den Browser-Styles her. Also ich könnte für den Body den Margin auf 0 setzen. Und jetzt wäre es links oben angeschlagen, aber ich habe immer noch diese Scrollbalken, weil mein Element 60 Pixel zu breit ist. Pardon, den Margin hier brauche ich nicht, 40 Pixel zu breit ist. Also es gibt einen Innenabstand von 20 Pixeln und das wird zu diesen 100% Viewport Breite und 100% Viewport Höhe dazu addiert. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, dass dieses Element wirklich so groß wie der Viewport ist, muss ich diese Box Sizing Eigenschaft aktivieren und auf Border Box stellen. Und jetzt verschwinden am rechten und am unteren Rand die Scrollbalken und der Inhalt ist immer so groß wie der Viewport. Das ist so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ein kleiner Trick, aber das ist etwas, was du wissen musst, wenn du HTML-Elemente genauso groß wie den Viewport machen möchtest.